Meine Frau hat eine Freundin, sie ist Christin, aber sie hatte immer so seit Jahren schon, seit 3, 4 Jahren, Liebe zur Religion. Die hat sogar bei uns immer Iftar gemacht. Die hat mich sogar immer gefragt, hast du Bücher für mich, kannst du mir das geben und so. Ich habe versucht viel und ich habe immer versucht, komm, sprich die Schahada. Die so, nee, ich brauche noch ein bisschen und so. Über Jahre, ein Jahr Ramadan gefastet. Die hat durchgezogen, 30 Tage, Bruder. Gemacht, getan, dies, das. Und dann letztens hat meine Frau gesagt, meinte, hey, weißt du was? Ich so, ja. Meinte, ja, die und die, kennst du noch? Ja, die so, die hat jetzt einen christlichen Freund und hat kein Interesse mehr an den Islam. So, subhanallah, wie ist das denn passiert? Meinte sie, ja, sie wollte einen Muslim heiraten, der mich in diese Religion zieht, der mich so, ja, nicht trägt. Weißt du, was sie gesagt hat? Die Muslime wollten nur mit mir schlafen. Verrat an die Religion, Verrat an Allah. Khalas, keine Muslime. Sie wird wahrscheinlich den Islam, Allah alle, möge Allah sie recht lenken, aber vielleicht haben wir sie verloren. Die Muslime wollten nur mit mir schlafen. Kein Allah, kein Masjid, kein Gebet, kein Fasten, kein Bücher, nichts. Aber es heißt nicht, wenn wir kaputt sind, dass wir nicht wieder zurückkehren können. Warum? Was sagt Allah? Inna Allaha yuhibbul mutawwibin. Allah liebt die Reumütigen. Allah freut sich, wenn sein Diener zurückkehrt. Du musst dich zusammenreißen. Du musst Wissen über Allah haben. Mach deine Tauba, du gehst nach Hause oder jetzt, in dir, jetzt sagst du, ja Rabb, ich mache Tauba von all dem, was ich gemacht habe. Ab jetzt werde ich ein anderer sein. Bitte festige mich in dem, was ich vorhabe. Dann betest du deine 5 Gebete. Und dann beendest du diese Sünde. Dann entfernst du dich von dieser Sünde. Dann machst du diese Sünde weg. Und du wirst sehen, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dir machen will. Allah wird dich prüfen in deiner Aussage. Deswegen gibt es auch diese Aya, ja, ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Etwas, was er nicht tut. Allah hasst es. Höchst hassenswert ist es bei Allah, dass er etwas sagt, was er nicht tut. Er wird dich prüfen in deiner Aussage. 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen. Aber wenn die Zeit gekommen ist, dass Allah angenommen hat, und er sagt, dieser Mann, diese Frau ist aufrichtig, dann, mein Bruder, werden wir nochmal miteinander reden. Und dann werde ich sagen, und Bruder, wie fühlst du dich? Dann musst du sagen, mein Bruder, es ist das beste Gefühl auf dieser ganzen Welt.